Servus Clubfans, nach dem 1:1 im Derby gegen die Bayern geht es nun also auswärts beim VfL Wolfsburg um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Und der VfL Wolfsburg hat das Hinspiel mit 2:0 gewonnen durch zwei Kontertore von Daniel Ginczek und Josip Brekalo. Zuletzt das 4:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Dabei konnte man mittlerweile schon zum 8. Mal einen Rückstand wettmachen. Personell ist es für den VfL Wolfsburg jedoch eine schwierige Situation, denn 5 Spieler fallen aus. Noch dazu sind 3 Spieler mit Brooks, Ginczek und Roussillon fraglich. Zudem ist Willian nach der 10. gelben Karte gesperrt. Trainer Bruno Labbadia ist trotzdem zuversichtlich, rechnet aber mit einem schwierigen Spiel. Wenn man sich die Spiele anschaut, die sie in den letzten Wochen, nicht nur jetzt letzten 2 Wochen, sondern davor, dann sieht man, gegen jeden waren das extrem enge Spiele. Ja, einziges Spiel, was mal höher ausgegangen ist, haben sie 3:0 gewonnen gegen Augsburg. Alles andere ging sehr, sehr knapp aus. Umgekehrt ist aber so, das ist auch, dass ich möchte, dass unsere Mannschaft genauso mit dieser Freude, mit dieser Leidenschaft, mit der sie letzten Sonntag in das Spiel reingegangen ist, auch reingeht. Ja. Zu Hause hat der VfL gegen den Club eine ausgeglichene Bilanz. Bei 12 Spielen gab es 4 Siege, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen. Außerdem gab es in 11 dieser 12 Spiele mindestens ein Gegentor für den VfL. Darauf wird es auch diese Woche wieder ankommen, wenn der Club den ersten Auswärtstreier diese Saison einfahren will. Gegen Wolfsburg hat man zuletzt 2010-2011 gewonnen. Damals hieß es 2:1 nach 2 Toren in der jeweiligen Nachspielzeit. In der ersten Hälfte war es Wolscheid, in der zweiten Per Nilsson. Boris Schommers kann beim nächsten Auswärtsspiel aus den Vollen schöpfen, bis auf die langzeitverletzten Trellak und Valentini, der mittlerweile wieder ins Lauftraining eingestiegen ist. Keinen Ausfall wird es bei Erras zu erwarten geben, der in der Derby-Partie gegen die Bayern einen Nasenbeinbruch erlitten hat. Wir haben mal unseren Kollegen losgeschickt, um ihn zu fragen, wie es ihm geht. Wir stehen hier unten am Trainingsplatz. Training ist gerade beendet und Patrick Erras wird gleich mal zu uns kommen und dann können wir ganz kurz mit ihm sprechen. Er ist auf dem Weg mit der Maske in der Hand. Fragen wir mal nach, ob das in irgendeiner Art und Weise ihn beeinträchtigt. Patrick, servus. Ganz kurz. Servus. Sieht ja doch schlimmer aus, als es ist. Wie war es? Wie ist es passiert im Derby? Ja, es war bei der Aktion beim Elfmeter. Ich war am ersten Pfosten im Koffer direkt in Süle. Und ja, ich habe mich mit dem Hinterkopf erwischt. Und ja, dann habe ich sofort gemerkt, dass die Nase nicht mehr so gerade ist. Ja. Schmerzhafte Aktion wahrscheinlich. Jetzt hast du eine Maske bekommen. Wie ist es, mit Maske zu spielen oder zu trainieren? Ja, am Anfang war es ein bisschen ungewohnt. Aber mittlerweile geht es. Also man gewöhnt sich relativ schnell dran. Und ja, ist jetzt kein Hindernis. Das heißt, fürs Spiel gegen Wolfsburg bist du auf jeden Fall eine Option. Es geht mit Spielen mit der Maske. Absolut. Also bisher im Training ging alles und deswegen steht nichts im Wege. Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus an der Maske. Dann hoffen wir, dass es am Samstag dann auch klappt und keine weiteren Verletzungen dazu sind. Danke, dass du dir kurz die Zeit genommen hast. Danke. Sehr gerne, danke. Nach dem Derbypunkt gegen die Bayern gilt es jetzt, gegen den VfL Wolfsburg nachzulegen. Auch wenn es schwer wird, weiß Trainer Boris Schommers. Ich glaube, dass Wolfsburg natürlich auch sehr heiß noch auf dieses Spiel ist. Sie sind 2 Punkte hinter Europa. Sie wollen unbedingt nach Europa. Sie sind eine sehr zweikampfstarke Mannschaft. Ich habe es gesagt, sehr konterstark, haben gleichzeitig aber sehr viel Ballbesitz. Kommen eigentlich in den Spielen nicht unbedingt zu immer sehr, sehr vielen Torchancen, aber sie nutzen ihre Torchancen sehr, sehr effektiv. Von daher müssen wir eine gute Mischung finden. Ja, eben nicht zu offen sein, dass wir uns diese Konter fangen, aber gleichzeitig natürlich die Impulse setzen, um auch vors Tor zu kommen, zu abschließen. Einen großen Anteil am Derbypunkt gegen die Bayern hat der Christian Martinia, der nicht nur im Spiel gegen den FCB, sondern auch die Wochen zuvor überragend gehalten hat und der auch jetzt gegen den VfL Wolfsburg die starke Offensive rund um Weghorst stoppen soll. Wir haben mit ihm gesprochen. Christian Martinia ist jetzt bei uns, einer der Derbyhelden aus dem Spiel gegen die Bayern, der die Punkte festgehalten hat oder den einen Punkt. Chris, jetzt gegen Wolfsburg, gegen die Offensive, worauf wird es ankommen? Ja, wie die ganze Zeit schon. Ich denke, ja, jetzt geht es in den Endspurt. Wir wollen natürlich ja auch die Leistung von dem Bayern-Spiel bestätigen. Ich denke, dass wir von der Mentalität her und von der ganzen, ja, vom Charakter her sehr gut unterwegs sind und ja, wollen natürlich defensiv sehr kompakt stehen und wollen dann vorne die nötigen Nadelstiche setzen, um dann einen Dreier mitzubringen. Ja. Wolfsburg, eine brutal starke Offensive gerade mit Weghorst. Es wird einiges an Arbeit auf dich zukommen. Was haben die sonst noch für Stärken? Worauf müsst ihr achten? Ja, sie spielen eine unglaubliche Saison. Ich denke, vor der Saison hätten das nicht so viele erwartet, dass sie da oben mitspielen. Und ja, die machen da eine sehr gute Arbeit und ja, bringen alles auf den Platz. Dass es auch schwer gegen uns wird. Und ja, wir werden natürlich alles geben, um da was zu holen. Ja. Spielt es in irgendeiner Art und Weise eine Rolle, dass es eventuell nach Samstag vorbei sein kann für euch, der Kampf um den Klasse? Oder ist das gar nicht in den Köpfen?
Im Moment ist das gar nicht in unseren Köpfen, weil das können wir sowieso nur mit unserer eigenen Leistung eben beeinflussen. Es ist so, dass wir einfach die 3 Punkte jetzt holen wollen. Und klar ist es nicht mehr so, dass wir das in der eigenen Hand haben, dass wir auch auf die anderen Ergebnisse schauen müssen. Aber nichtsdestotrotz geht es für uns darum, einfach unsere eigene Arbeit zu verrichten. Und das heißt, dass wir da 3 Punkte holen wollen. Ja. Dann drücken wir euch die Daumen. Vielen Dank für das kurze Gespräch und viel Erfolg natürlich am Samstag. Danke dir. Danke. Unterstützt wird die Mannschaft von rund 1500 Fans, die mit nach Wolfsburg reisen. Es gibt auch noch Restkarten, heißt für Kurzentschlossene könnt ihr da auch noch mit am Start sein. Hoffentlich gibt es dann einen Sieg, um am Ende noch das Unmögliche möglich zu machen. Und für alle, die nicht mit vor Ort im Stadion sind, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, via Spieltags-App oder Fanradio dem Ganzen beizuwohnen. Wir hoffen auf einen Sieg, allen Mitfahrern natürlich eine gute Anreise und allen zu Hause ein schönes Spiel. Macht's gut, wir sehen uns und ciao.